Willkommen zurück. Wir spielen wieder 20 Minutes Till Dawn. Für alle, die den Anfang nicht gesehen haben, auf dem Hauptkanal, da haben wir den Standard-Charakter gespielt und uns auch Sascha freigeschaltet und eine Runde gespielt. Am Ende noch sie freigeschaltet, aber noch nicht gespielt. Das können wir jetzt machen. Abby, klicke die rechte Maustaste, um schnell deine übrige Munition in zufällige Richtung. Hört sich sehr spannend an. Und wenn man es gut macht, denke ich mal, kann man die ganze Zeit rechte Maustaste drücken, statt einfach zu schießen. Wir haben uns hier die Waffe freigeschaltet, weil die geht auf Beschwörung und als Projektilwaffe. Mal sehen, je nachdem, was wir bekommen. Vielleicht wäre Eis gut und sonst gehen wir einfach auf Feuerrate und sowas alles. Und ich habe mir gedacht, wir spielen einfach mal den Endlos-Modus. Da sind die Runen zwar nicht verfügbar, die wir uns gekauft haben, aber nicht schlimm. Gerne abonnieren, liken nicht vergessen. Und wünsche euch jetzt viel Spaß. Für alle, die den ersten Teil verpasst haben, gerne auf dem Hauptkanal gucken. So. Ah, okay, wir sind dann wirklich im Wirbelsturm. Sammeln hier. Also die Fledermauswaffe ist witzig. So wie zielsuchend. So. Nehmen wir jetzt Waffenschaden und Rückstoß. Das wäre schon mal gut. War auch direkt am Anfang den Geisterfreund. Oder die Seelenherzen. Oh. Hm. Ja, da es ein Endlosrun ist, machen wir wohl erst jetzt noch. Hm, ja, zuerst. Die Seelenherzen oder den Geist? Nehmen einfach erstmal den Geist. Der schießt jetzt dann auch noch ein bisschen mit. So. Wieder Seelenherz. Oder Geisterfreund direkt upgraden. Das riecht gut, der skaliert mit unserer Feuerrate. Aber dafür jetzt nur Brand haben und nichts anderes. Upgraden wird. Warte mal. Über hier noch einen zweiten hier rannehmen. Schaden, weil die Waffe gilt ja auch als Beschwörung, stand ja dabei. Also die Fledermauswaffe. Mal schauen hier. Oh ja, voll reingelaufen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie noch upgraden die Nachladegeschwindigkeit. Also Streuung weniger nehmen wir nicht. Sense. Jo. Okay, das haben wir gerade eben genommen oder nicht? Man kann das zweimal haben. Das wäre witzig. Okay. So. Machen wir jetzt 60% mehr Schaden. Brauchen wir jetzt echt wirklich was zum Nachladen. Also mit dem Charakter werden bestimmt auch die Doppel-SMGs witzig. Aber hier so zielsuchend ist natürlich auch nicht schlecht. Wir brauchen auch nur einmal rechts drücken. Dann schießen wir die ganze Zeit.
Ausweichen. Nach Sturm brauchen wir nicht. Heiliges Schild. Auch ein Geisterfreund. Dann ist ja Endlosmodus ganz wild. Wenn wir ja 20 Geisterfreunde oder sowas haben. Okay. Immer zwei Geister. Also ich wusste gar nicht, dass man das doppelt nehmen kann alles. Ich hätte gedacht, da es ja Upgrades dafür gibt. Und du nimmst das einmal, was musst du halt aussuchen. Und dann gradest du hier diesen Viererbereich schön ab. Was so, da kannst du ja hier den Beschwörungsschaden, also unsere Hauptwaffe, ist ja dann perfekt dafür. Blitze. Feuerrad. Nachladegeschwindigkeit. Ja, nehmen wir Nachladegeschwindigkeit erst. Wenn so Projektile überall hinfliegen, muss ich echt aufpassen, wo wir hinlaufen zum Einsammeln. Ob da noch ein Gegner ist oder nicht. Ich bin ja schon in einen versinkt reingelaufen. Störungsangriffsschaden. Projektile 1. Aber Waffenschaden weniger. Werden die anderen dann hier? Nochmal 10 Projektile. Okay. Hier wieder Waffenschaden weniger. Verdoppelt Grundanzahl der Projektile. Ja, auch sehr gut. Und wir können nach hinten schießen. Dann nehmen wir erstmal das hier, auch wenn da jetzt schon wieder was für Beschwörungsschaden war, was ja für unsere Waffe auch zählt. Und uns irgendwann später auch noch schneller machen. Wir haben ja schon wieder gar nicht zum Einsammeln. Hier so viel. Einsammeln müssen. Oh. Günstig schmettern. Oder Geisterfreunde stärker machen. Das hier müsste doch unsere Beschwörungen. Alle 15 würde eine stärker machen, oder? Increase Summon Damage bei 5% after every 15 Enemies. Könnt ihr ja mal gerne schreiben, ist bestimmt wieder richtig, was ich jetzt gerade denke. So, das ist meine Kiste. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit. 35 für 2 Sekunden nach dem Nachladen. Geht auch. Nochmal bekommen. Nachladegeschwindigkeit, maximale Munition. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen in so einem Endlosmodus.
Brand. Schnellere Projektile. Ach, Ladegeschwindigkeit und Feuerrate. Geht man noch schneller. Bonus. Und Nachladegeschwindigkeit wird sehr wichtig, denke ich mal. Wenn es voll hier wird mit den ganzen Gegnern, die ewig brauchen dann zum Nachladen, wäre das nicht so gut. So. Einsammeln. Schade irgendwie, dass es so kein Item gibt. Immer alle Erfahrungspunkte einsammeln, die hier rumliegen. So. Nachladegeschwindigkeit, maximale Munition. Nachladegeschwindigkeit. Waffenschaden und. Funktioniert das bei unserer Waffe, wenn wir uns drehen? Das testen wir jetzt mal aus. Gut, schwer zu sagen jetzt. Also wenn wir normal schießen, funktioniert so wie es soll. Voll reingelaufen. Stehen bleiben und schießen, sind wir ganz schön langsam. Da haben wir noch nichts so eingesammelt. Wir können nicht sterben. So, jetzt kommen schon die mit den Bossen. So, nehmen wir noch mehr Beschwörungsschaden. Oh, er ist gestorben. Eine Kugel plus 2 Waffenschaden minus maximale Gesundheit. Hand, Blitz und Frost. Ja, Frost haben wir leider noch gar nicht. Blitze hatten wir einmal, aber die haben wir noch nicht genommen. Nachladegeschwindigkeit. Ja gut, dann nehmen wir jetzt ein paar Mal wieder Nachladegeschwindigkeit, um das auszugleichen. Dafür ist Beschwörungen noch besser und das funktioniert ja auch glücklicherweise mit unserer Waffe. Einsammeln gehen. Revolver drum. Oh, hier ist Frost. Waffenschaden rückt. Noch ein Geisterfreund. Sichtweite. Das war doch, da gab es auch ein cooles Upgrade. Schaden wird verdoppelt. Alle Effekte deiner Schüsse. Einmal so oft verursacht. Also jede Sekunde, wenn wir das Upgrade hier unten kriegen, machen wir bis 5 Schaden und dann 10. Geisterfolg können wir uns ja gleich noch ein mitnehmen. Frost wird sicherlich auch nochmal wiederkommen. Erstmal so ihren Nahschaden noch ein bisschen mitnehmen. Oh, Protokoll, Protokoll. Ausweichen. War interessant, dass wir hier, wenn wir schießen, also mit dieser Spezialfähigkeit, wenn wir nicht langsamer. Boah, es zielt auf die Geschosse zielen auf den Baum. Ist ja mies.
Wir haben jetzt wieder Frost. So können wir so ein bisschen langsamer machen, um Zeit zu entkommen, wenn es nötig ist. Muss man natürlich noch upgraden. Wir müssen die Nachladegeschwindigkeit wieder ausgleichen. Weil wir durch den Boss ja verwirrt haben, also langsam haben. Verursachen ja Frost, das wäre echt gut. Sind die in unserem Bereich auch eingefroren? In dem Sichtweite-Bereich. Können die eingefroren werden? Ja, und als nächstes wirklich Nachladegeschwindigkeit. Ich kann gar nicht so gut aussehen. Nein. Die sind gleich mausetot. Projektil. Nachladen. Aber wir sind bestimmt gleich tot. Ja. Gut. Das war okay, dann probieren wir das direkt nochmal. Mal schauen. Dass wir wirklich mehr auf Nachladegeschwindigkeit gehen. Immer auf Faden, also Nachladegeschwindigkeit auf Faden und schneller machen. Hier denn als Upgrade? Oh, das kann uns schneller machen. Und die Sichtweite auch erhöhen. Wir sind noch am Anfang, das können wir ruhig mitnehmen. Interessant, dass wir mehrere Geister und sowas haben können. Und auf jeden Fall sollten wir uns irgendwo hinstellen, wo nicht so viele Bäume sind. Rückstoß. Nachladegeschwindigkeit. Sehr wichtig. Ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht die SMGs sogar besser sind. Wenn man nämlich jetzt hier die Projektile fliegen ja überall hin. Die halt nur hier im Kreis um uns herum fliegen mit den SMGs. Aus. Waffenschaden, Rückfeuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Munition. Will das jetzt hier auch da nachladen. Projektile fliegen ja nicht wirklich im Kreis. Sind ja eher so zielsuchend. Dann gehst du, die schießen einfach direkt im Kreis um uns herum, bis wir was treffen.
Schaden hochkriegen. Nachladegeschwindigkeit. Geht ja jetzt erstmal. Reichweite und Sichtweite. Haben wir das einmal fertig. Brauchen es ja kein zweites Mal nehmen. Aber einmal denke ich schon gut. Also die Gegner sieht man ja auch in dem ganz dunklen Bereich. Oh Gott, da bin ich schon wieder voll reingelaufen. Hört sich auch nicht schlecht an. Ah, Gegner zerstören. Müsste ja eigentlich in jedem, also in unserem erhöhten Bereich, den wir jetzt haben, funktionieren. Nach dem Schießen. Aber unseren Bereich ja schön erweitert haben. Oh, das scheint zu funktionieren. Also das ist in Kombination mit einem weiten Bereich. Für jeden 500 Gegner. Maximal 3 LP. Das ist ja jetzt, das kann man ja noch weiter kombinieren. Also wenn wir das hier noch mit den 10 extra Schaden kriegen, nehmen wir noch ein paar Mal Sichtweite. Hier gibt es ja viele Möglichkeiten, das ist ja cool. Die Sichtweite einfach so hoch machen und dann das mit dem Nachladeschießen. Also das Schmettern heißt das ja. Wir brauchen irgendwie mehr Basisschaden. Durch das Schmettern könnte einem, wenn es mal ganz nicht wird. Und wir heilen uns ja noch 3 Leben maximal. Das war auch gut. Wenn man es einmal hat, kann man sich 3 Herzen heilen. Wenn wir es zweimal müssten, uns ja 6 heilen können, ne? Nehmen wir die Seelenherzen und nachher warte mal, nehmen wir Fluch. Ja, bei so viel Schuss, die sind erst 14, aber der wäre Fluch ja ohne eigentlich gut angebracht. Wir kriegen jetzt aber gar keine Verbesserung, um schneller zu schießen oder mehr zu schießen. Wir konnten nur die... Ah, ich bin auch reingelaufen. Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Mehr Schaden bei Zerschmettern. 10 extra Schaden für jeden LP, den wir haben. Ist ja richtig gut in Kombination dann, auch wenn wir Seelenherzen haben und diese dann umwandeln können in richtige Herzen. Ja, extrem viel Schaden mitmachen. Also wenn wir so lange überleben. Ja. Das
Verschmettern durch Herzen hochtreiben ist ja richtig gut. Seelenherzen, die wir dann in normale verwandeln. Das Verschmettern ist richtig cool. Nehmen, ne? Buch braucht eine Sekunde länger. Zusätzlich 100% unseres Waffen. Wir machen mal jetzt hier erstmal uns einmal ein bisschen schneller. Ich wollte eigentlich die Kiste. Was haben wir da? Projektile. Ja, Rate. Müssen wir die Feuerrate erhöhen. So, also Feuerrate erhöhen. Ganz wichtige Sache. Oh ne, da ist dieser Boss. Das noch mal mit in E. Noch mal zerschmettern. Wir nehmen, glaube ich, erstmal einmal Frost. Das funktioniert bei dem Frost auch. Das ist ja genial. Auch richtig gut, dass wir Frost genommen haben. Wenn man es ein bisschen von der Backe hält. Ich mache es aber fraglich, wo die Waffen hingehen. Oh nee. Jetzt brauchen wir doch langsam Seelenherzen. Was? Den habe ich nicht gesehen. In eine andere Richtung geguckt. Wieder was gelernt. Wir können das kombinieren. Ja, richtig gut. Wir probieren jetzt mal SMGs. Das mit der Sichtweite und Zerschmettern, das funktioniert ja trotzdem alles. Also wieder Abby. So. Doppelte SMG. Löse Treffereffekt zweimal aus. Wir müssen beide Waffen verbessern. Okay. Dann wollen wir das uns mal angucken. Nehmen wir mal. Oh, okay. Das ist jetzt natürlich. Ohne Upgrades will ich von Arsch. Boah, das Nachladen ist arschlang. Erste schießen wir mal nur so. Das taugt ja noch gar nicht. Ja, Waffenschaden. Die machen ja gar keinen Schaden. Obwohl das mit der Sichtweite und dem Zerschmetter natürlich auch super ist. Wir machen jetzt erstmal Waffenschau.
Oh nee. Und jetzt nachladen. Das war jedes Mal stehen bleiben fast. Ja, schneller laufen auf Feuerrate. Boah, aber das Nachladen ist echt. Das müssen wir unbedingt upgraden. Wenn wir nichts zur Auswahl haben. Nehmen wir einfach. Vielleicht kriegen wir irgendwas mit Beschwörung oder sowas. Ewig zum Aufleveln. Da hier Gegner explodieren. Oder Blitz. Ja, wir machen explodierende Gegner. Boah, nicht einer der Schüsse, wenn wir uns drehen, trifft überhaupt. Aber ein Auto schießen hier, also ohne uns mit der Spezialfähigkeit zu drehen, das macht uns halt so langsam. Hier habe ich aber auch noch nichts mitgekriegt. Die sind aber auch verdammt schnell, die Gegner. Also diese zielsuchende Waffe ist dann irgendwie besser. Normal schießen geht gar nicht. Macht so langsam. Hier trifft jetzt zwar dann nicht jeder Schuss, aber ist auch egal. Solange wir schnell bleiben. Wir kriegen auch nichts mehr eingesammelt. Also bald kommt der auch noch. Ja, wir sind ganz vergessen. Wie soll man mit der Waffe was machen? Du bist ja so langsam. Die einmal schießt, rennt sich ein Gegner über den Haufen.
Eine Munition nur. Unterschied macht mit der Nachladung. Armbrust, ein Schuss, das wäre gut, ne? Nachladezeit runter. Es gab da Verbesserungen. Testen wir mal die Verbesserungen, die immer wirken, wenn man nachlädt. Ah. Was meinen die mit Aufladen? Okay, das ist schon mal gut. Das beschlägt ja gleich mehrere Gegner. Das ist ja gut. Ja gut, mit einem Schuss ist die Spezialfähigkeit jetzt noch irgendwie sinnvoll. Ausweichen. Und Waffenschaden drücken. Nur aufpassen, man wird halt so langsam wieder beim Schießen. Ausweichen. Blue. Gegner explodieren. Das hier ist dann bestimmt gar nicht gut. Mehr Projektile. Wäre dann gut, wenn wir uns drehen. Das ist gut. Dass die Gegner jetzt so explodieren. Man kann die auch richtig lange aufladen. Das ist schon wieder interessant. Feuerrad. Oder zerschmettern. Der Waffenschaden. Wir nehmen mal das Einfrieren und zwar. Hier treffen wir mehrere Gegner. Mit diesem. Die Gegner explodieren. Dann werden die dadurch eingefroren. Ausweichen. Dann nehmen wir jetzt noch dieses Zerschmettern. Das löst ja immer aus. Wir laden ja immer nach einem Schuss nach. Das ist ja witzig. Jetzt nur noch auf Nachladegeschwindigkeit gehen. Zehn extra Schaden für jedes Leben, das wir haben. So, das nehmen wir direkt mal mit. Okay. Oh Gott, das hat mich getroffen. Thank you.
brauchen wir nur noch irgendwie. Den Seelenherzen. Zum Zerschmettern ist halt richtig genial. Gegner, die von Frost betroffen sind, getötet werden, explodieren sie und verursachen bei allen nahen Gegnern 25% ihres Waffenschaden. Projektilgröße. Ah, Feuerrate. Nur 5%. Oder erhöhen wir die Sichtweite, dann wird dann noch besser. Aber das ist alles gut. Ich bin ja mal auf Waffen geschoben. Der dann richtig genial mit der Sichtweite. Okay. Nicht mal nicht so lange aufladen, wir sind. Auch unbedingt Seelenherzen oder so. Viel mehr geht gar nicht. Ein bisschen Frostschau. Doppelt Abbys Feuergeschwindigkeit, während sie ihre Fähigkeit aktiviert. Bringt uns jetzt mit einem Schuss nicht sonderlich viel. Der ist rumliegt. Aber bringt nicht wirklich was, die Fähigkeit. Magischer Speer. Waffenschaden durchdringen, viel durchdringen nun getötete Gegner. Ich glaube, das Drehen und Schießen ist schneller wie einfach nur Schießen. Sichtweite, das ist mal durchdringen. Feuerrate. Wir erhöhen jetzt, also wir machen Glanz. Die Sichtweite erhöhen. Super mit dem Zerschmettern und dem Einfrieren. Das uns nicht langsamer macht. Das Drehen, also die Spezialfähigkeit. Bester Freund, ja, braucht was. Nehmen wir das mit dem Frost. Nein, lauf immer in den Gegner rein. Ich
aber. Geht er sonst auch bestimmt gleich wieder. Ja, wir nehmen mal hier lieber ein Herz. Der dasht genau in uns rein. Nehmen am besten wieder die Waffe vom Anfang. Ledermaus. Wir auch am Anfang einfach mal hier ihre Fähigkeit benutzen. Aber wir haben jetzt gesehen, dieses Verschmettern, Kombination mit Glanz und Frost, war richtig gut. Jetzt ein bisschen kontraproduktiv, weil wir sehr oft nachladen. Nehmen jetzt Blitze. Sehr selten auch. So ist es. Geht wieder alles voll auseinander. Wir können ja mal gucken. Stimmt auch irgendwie ein Trick, dass du ewig viele Beschwörungen hast oder so. Man muss ja wieder hier ein bisschen Glück haben, was du Auswahl bekommst. Nochmal Blitz. Können wir auch stacken. Ja, Blitz haben wir ja schon einmal, nehmen wir das einmal. Und verschmettern. Das ist jetzt dann halt immer nur einmal beim Nachladen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ob wir noch dann was noch mal blitz. Höre ein Elektrokäfer, der den zwei nahe Gegner einschlagen lässt. Das bekommt man nur, wenn man Blitz nimmt. Okay. Jeder Blitzschaden wird erhöht um 12. Erhöhe außerdem den Blitzwirkungspunkt. Ja, dann nehmen wir jetzt hier Blitzkäfer und Blitze. Mal irgendwas anderes testen. Also dann können wir für jeden Blitz, den wir nehmen, auch hinterher dann Blitzkäfer zur Auswahl haben. Am besten irgendwie so, dass die Gegner gar nicht an uns herankommen. Wenn nun viel Schaden machen oder nicht, ist aber erstmal zweitrangig. Da wir ja Glanz haben, Zerschmettern haben, Elektrokäfer, Blitze. Mal aufpassen, manche Gegner sehe ich manchmal überhaupt nicht. So, hier erstmal Blitz upgraden. Nee, hier. Nee, durch Zerschmettern getötet. Nehmen wir Blitze. Vielleicht selbst wenn wir die Gegner nicht sehen, von der Blitze einschrauben.
durchlesen sollen. Wie die Blitz überhaupt ausgelöst werden. So, Reichweite. Noch ein Elektro. So. Bei jedem zweiten Schuss. Okay. Cool. Macht der normale Blitz. Wie das der Elektrokäfer anhabt. Wahrscheinlich genauso. Wenn es hier viele Schüsse, also mehr Projektile, das von Vorteil. Witzig, schlagen immer noch Blitze ein. Verschießen wir schon gar nicht mehr. Noch ein Elektrokäfer. Aber der Flug ist auch gut. Da wir schon zwei Elektrokäfer haben, nehmen wir einmal Flug mit. Was? Wie ich überhaupt die Fähigkeit? Ist auch gar keiner. Immer schön Blitz einschlagen lassen hier. Und richtig rein die Blitze. Aufpassen, nicht, dass ich denke, also hier irgend so ein Gegner wäre mein Projektil oder andersrum und dann ausweiche. Projektile zwei mehr. Auf Feuerrate. So, dann müssen wir jetzt die Feuerrate hochtreiben. Immer noch im Minus. Also 10 Feuerrate fehlen uns jetzt noch. Ich hätte lieber das mit dem Glanz genommen. Aber da wir ja gerade die Feuerrate Minus bekommen haben, müssen wir die unbedingt wieder hochbringen. Wir haben ja schon gesehen, was passiert mit Feuerrate oder Acheladezeit viel zu langsam ist. Und wenn man ein bisschen gut aufgestellt ist, dann kann man auch nochmal hier nicht weit und Einsammelradius. Seelenherzen. Ja, sehr gut. Ja, wir nehmen jetzt Seelenherzen. Brauchen wir unbedingt. Elektrokäfer, die sind ja gut. Sollten wir auch irgendwie uns hier schneller machen. Ist noch weit verteilt. Jetzt wäre hier nur am Erfahrungspunkt einsammeln. So. Mal ein paar Schüsse loswerden hier, damit ein paar Blitze einschlagen. So. Nochmal Seelenherz. Hier Seelenherz werden nach 60 Sekunden zu richtigen Herzen. Oh, wir haben auch schon eins. Warte. Na gut, vielleicht bekommt man das instant, das erste Seelenherz. Mit einfach der Fähigkeit an für sich. Aber echt wunderbar, wenn man nicht so weit aus Ofen. Oh ne, der schon. Scheinbar schlägt da ja auch ein Blitz ein in ihn. Er ist irgendwann stirbt. Dass der so nach vorne dächen kann, ist auch fein. Level up. Mehr Rad. Noch ein Elektro-Key. Also uns fehlt ja eigentlich noch 10% Feuer.
hier ist auch Nachladegeschwindigkeit. Nehmen wir erstmal Nachladegeschwindigkeit. Manchmal so ein Level abkommt, während dieser Boss gerade versucht, irgendwie hinzudashen. Man gar nicht mehr weiß, in welche Richtung man ausweichen wollte. Oh, er ist gestorben. Höhe, Brand, Blitz und Frost. Waffenschaden, Projektilgröße. Eine Kugel. Die Sache Waffenschaden und durchdringen. Aber dann geht die Feuerrate wieder ein Stück runter. Blitzschaden um 35. Ja, das hier. Blitzer der Kraft mal uns ein bisschen stärker machen. Voll in einen reingelaufen. Das Gefühl, irgendwann, die werden irgendwie schneller. Und die halten so viel jetzt aus. Das ist mit dem Waffenschaden völlig hinfällig. Mal Seelenherd. Jetzt Schaden erhöhen. Ja, wir nehmen mal Seelenherzen. Na, jetzt bei jedem 500. Gegner ja 2 bekommen. Hier ist zum Beispiel eins. Also manchmal ist es für mich sehr schwer zu erkennen, ob die Gegner direkt vor dem Ding schon tot sind. Ich laufe ja dann an einer Tor rein. Echte Schüsse. Feuerrate plus 15, maximale Munition plus 1. Projektilgeschwindigkeit 15. Was hier? Fallende Kugeln. Wie nehmen wir das hier? Das hatten wir noch gar nicht. Wir brauchen doch noch mehr Blitzkäfer. Ich habe gar nicht erwartet. Oder generell mehr Blitze. Oh ne, der lebt ja noch. Die sterben überhaupt nicht. Nein, das jetzt. Lagerung. Gießen hat 33% Chance, keine Munition zu verbrauchen. Super, während wir uns nicht bewegen. Ja, verfluchte Gegner nehmen mehr Schaden. Wir erhöhen jetzt hier den Schaden. Oh Gott, was denn jetzt? Irgendwie haben sie uns umzingelt. Das hat uns 3 Herzen gekostet. Was ist denn jetzt hier? Wo kommen denn jetzt hier so viele her?
Probieren wir mal was an. Mal gucken. Könnten ja sie nochmal benutzen. Wenn du Nachleser schaffst, schwarzes Loch. Bonner Schmetterling. Jeden sechsten Schuss. Hier können wir einen Geist, wenn wir jemanden töten. Also beschwören, dann wäre ja Beschwörungswaffe hier die wieder gut. Hier noch Schrotflinte. Probieren wir das mal mit ihr. Mal vor. Was denn? Das mit den Geistern ist witzig, aber die sehen halt aus wie die Feinde. Mit jedem Schuss nach, wenn wir nicht diese Spezialfähigkeit haben. Dann nehmen wir jetzt Feuerrate. Dann müssen wir auch noch Nachladegeschwindigkeit sehr viel erhöhen. Und vielleicht mal mit dem Charakter jetzt hier. Bewegungstempo können. Nachladegeschwindigkeit, das war schon mal gut. Hier wäre Blitz, aber naja. Wie wenn wir getroffen werden, erzeugen wir Rückstoß. Einzeln. Nachladegeschwindigkeit. Ja, ich nehme noch Nachladegeschwindigkeit. So viele Geister erdrückt, aber irgendwie nicht, ne? Oder kommt mir das schon wieder nur so vor? Ach, das Piepen von denen ist ein Selbstauslöser. Okay. Waffenschaden. Wir nehmen Waffenschaden. So oft kommen die Geister, die beschwört nicht. Gut, damit machen die sich selber Schaden. Man muss nur nah genug an so einem Explosions langlaufen. Mehr Munition. Wir machen.
machen mal Frost. Aber gut, viele Schlüsse haben. Zu weit weg von den anderen. Ah, Feuerrate. Natürlich aber erstmal nach unten zu den ganzen Erfahrungspunkten. Also irgendwas explodiert. Hier sind ein paar Erfahrungspunkte. Die ist ja mal nicht so toll. Voll eine Kugel. Geht das überhaupt mit unserer Waffe? Okay, oder? Genau in uns reingesprungen. Probieren nochmal mit diesem Drehkreisel. Und Gießen ja schon gut, aber damit treffen wir am Anfang halt gar nicht. Wir machen halt gut Schaden am. Sechs Munition. Sechs. Ja. Zwei. Wir nehmen mal die Schrotflinte. Weil wir haben ja mit dem Zerschmettern und Glanz. Ja, immer wenn wir nachladen. Wäre die Munition nicht so gut. Da müssten wir da voll drauf gehen und nicht auf die Waffe. Schauen wir mal. So, wir machen es anders. Die Waffe ist ja hinfällig bei ihrer Fähigkeit. Oder? Dann müssen wir mal testen. Also, wie ist denn das? Okay. Thank you.
logischerweise sehr kurze Reichweite. Oh, jetzt schon Seelenherz. Immer das. Aber das ist eigentlich ganz gut. Wir sammeln die ganze Erfahrung fast sofort ein. Nachdem du letzte Munition verschossen hast. Nehmen wir mal mit. Ah, okay. Ich denke mal, die Fähigkeit können wir hinterher, also später, verwenden. Wenn wir mehr Fuß und sowas alles haben. Macht natürlich nicht viel Schaden. Ja, wir können hier nicht die ganze Zeit den Waffenschaden runtermachen. Nehmen wir zusätzlich einmal zerschmettern. Da das ja eine Kurzstreckenwaffe ist. Ich kann nur sehen, ob die Fähigkeit vielleicht doch hinfällig ist. Aber für die Waffe ist das Schmettern und Glanz ja dann sehr gut eigentlich. Weil alles in engem Radius ist. Unzahl der Projektile verdoppeln. Aber Waffenschaden geht runter. Das trotzdem mal. Müssen wir jetzt ein bisschen wieder auf Schaden gehen. Feuerrate. Alles Waffenschaden minus, was soll denn das? Nehmen wir jetzt die Feuerrate. Wir können ja nicht noch mehr Minusschaden nehmen, das können wir gar nicht. Jetzt glaube ich auch nicht so gut einfrieren wir später vielleicht gut. Also alles einfrieren. Ich habe eben noch gelesen, beim Endlosmodus kann man das, also steht extra bei, kann man das stacken, kann alles mehrfach haben. Dann ist das nur im Endlosmodus wahrscheinlich so. Oh nee, hier. Also die Explosionsviecher sind dann nicht so gut. Schneller.
Seilbrennen schön und gut, aber wir müssen denen auch Schaden machen, wenn die wieder auftauen. Nichts mit Schaden hier, oder was? Nochmal Frost. Dann nehmen wir jetzt Munition. Dann löst das alles nicht so oft aus, aber... auch noch nicht Seelenherz oder sowas bekommen. Mhm. Wieder auf Feuerrate. Brauchen aber unbedingt mehr Schaden. Hm, 100% Laufgeschwindigkeit. Na, hier hätten wir zerschmettern. Aber wir nehmen die Laufgeschwindigkeit. Seltsam, dass wir nicht bekommen, was uns den Schaden erhöht. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal Minusschaden bekommen. Seltsam, dass wir nicht bekommen. Aber hier können wir dann eigentlich auch notwendige Munition noch erhöhen. Der Gegner schon wieder. Brand. Immerhin funktioniert das mit dem Einfrieren beim Boss auch. Uiuiuiui. Auch mal Laufgeschwindigkeit. Mal ganz schön schnell. Wir machen leider keinen Schaden. Ja, nicht so. Aber jetzt sind wieder so viele Gegner und die sind schon wieder schneller geworden. Das ist ja richtig gut, dass wir so schnell sind. Thank you.
Was haben wir hier? Eine Munition verbrauchen. Das ist ja auch nicht schlecht hier. Waffenschaden da, 35%. Das ist immer, dass wir Schaden bekommen haben jetzt hier. Das ist Schaden. Ey, der Boss will mal gar nicht sterben. Verloren. Also den Boss kriegen wir mal gar nicht getötet. Da liegt ein Seelenherz hinten drin. Fast ans Seelenherz gekommen. Komm mal ran, komm mal ran. Ja. Weg. Irgendwie sieht es nicht so gut aus. Gegen den Boss gelaufen. Also die Waffe ist gut, aber ihre Fähigkeit ist dafür gar nicht vonnöten. Aber bei welchem Charakter wird die besser? Schattenklon. Feuerschaden. Wir nehmen jetzt mal sie und dann hier diese Beschwörungswaffe und testen das mal mit ihr. Nehmen wir alles jetzt in voll auf Beschwörung. Ein bisschen schwieriger. So. Oder zerschmettern. Nehmen wir mal, da wir 12 Geschosse haben. Wandelt. So. Muss hier einsammeln. Bis wir blinken, dann müssen wir wieder aufpassen. Haben wir eben genommen, nehmen wir jetzt einen Geisterfreund. So, einsammeln gehen. Noch ganz viele Geisterfreunde. Blitzschmetterlinge hier. Blitzkäfer. Oh, maximal Lebenspunkte. Und
Feuer auch. Oh, wir nehmen mal Brand. Geht natürlich nur, wenn man schießt. Ist doch gar nicht so schlimm. Wir müssen Bewegungsgeschwindigkeit irgendwie ein bisschen nehmen. Kann auch sein, dass das waffenabhängig ist, was man als zur Auswahl bekommt. Heiliges Schild. Und gab es da noch irgendwas Gutes? Na, dann nehmen wir jetzt noch einen Geisterfreund. Bye. Handelt. Ah, jetzt haben wir hier keine Gegner in der Nähe. Ist aber nicht schlimm, wir können dann gut Erfahrungspunkte einsammeln gehen. Ah, und wir blinken. Dann müssen wir vorsichtig sein. Störungsschaden. Verwandelt oder so. Dann nehme ich wieder in so einen Gegner reingelaufen. Wen habt ihr das Spiel eigentlich? Wie gefällt euch das, wenn ihr das habt? Oder wie gefällt euch, wenn ihr es nicht habt? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und direkt wieder verwandelt. Seelenherz. Aber weil wir so viele naja töten. Weil ja jeden 25. verwandeln wir uns. Man wird echt langsam. Man schießt. Zum Glück haben wir so ein paar Geisterfreunde vorne. Prozent mehr Waffenschaden, wenn man Seelenherz sammeln oder die Seelenherzen lieber umwandeln. Ja, wir wandeln die. Ist eigentlich egal, ne? Nehmen wir das erstmal mit dem Einsammeln der Seelenherzen. Ja, eigentlich ist das ja egal mit dem Wandeln. Ein Seelenherz gibt uns ja genauso viel wie ein, also ein richtiges Herz halt. Ein Leben mehr, denke ich mal. Wäre jetzt dann nicht so einen Unterschied machen. Man hat es ja nur woanders leer bekommen. Wir sind, haben uns verwandelt, als wir in den Gegner gelaufen sind. Boah, rausgekommen. Mist. Einsammelradius. Jetzt kriegen wir natürlich nichts, womit wir schneller schießen können. Oh, wir kriegen noch ein Rentier halt. Denke ich mal, das hilft schon zur Beschwörung. Schaden bei Verfluchten. Ja, mehr Beschwörungsschaden. Wir haben zwar erst zwei Geisterfreunde.
Rentier hier, da weiß ich leider nicht, ob das Störung zählt. Erfahrungspunkte einsammeln. Feuerrad muss noch nach oben, weil das mit den Geistern skaliert. Ich finde schon wieder keine Seelenherzen. Ja, super. Wieder gerammt. Bewegungsgeschwindigkeit gebrauchen können. Wir mal direkt nochmal. Okay. Dauert wirklich lange. Wie die schießt, und wir sind dadurch ja sehr, sehr langsam. Vielleicht wäre ja bei ihr hier die Schrotflinte gut. Es geht ja nur darum, bei ihr Gegner zu töten. Wie ist eigentlich egal? Echt Seelenherz. Am Anfang ist das gut. Aber wir haben echt keine gefunden, ne? Da müssten wir ja getötet haben, eigentlich. Wir fahren schon wieder runter. Nehmen wir jetzt welche weiter. Irgendwie bei der Waffe auch nicht so viel Sinn ergibt. Reichweite und Sichtweite. Ist der Freund erstmal. Wir können ja auch mal diesen Drachen nehmen, hat man noch nie. Keine Ahnung, ob der was bringt. Oder ob der einfach nur völlig sinnlos ist. Jetzt ist er ja eh erstmal 3 Minuten vollkommen sinnlos. Dabei, dass wir 3 Minuten brauchen zu klüpfen. Ah, die haben sich alle so schön hingestellt. Drache verursacht 8 Schaden mehr alle 60 Sekunden. Diese Fähigkeit funktioniert auch, während dein Drache noch in seinem Ei ist.
Alle 60 Sekunden. Also für immer, oder? Das wäre ja super. Dann ist der Drache ja im Endlosmodus richtig gut. Dauert auch eine Zeit nach dem Schießen, bis sie wieder schnell läuft. War noch gar nicht aufgefallen. Gegner ohne Blitze und ohne Messerfreund zu töten. Oh. Aber ganz schön schwierig. Oh ja. Ein Drache bekommt 10% mehr Angriffstempo alle 60 Sekunden. Wäre aber früher gerade erstmal sinnvoll. Aber nö. Das muss man alles statt machen. Bewegungsgeschwindigkeit ist. Waffenschaden. Wir nehmen Waffenschaden. Lass mal alles hier ein bisschen aufräumen. Nur ein Schuss. Andere Upgrade für den Drachen bekommen wir bestimmt noch mal. Verwandlung. Waffenschaden. Seelenherzen ist eigentlich egal. Wenn wir uns zurückverwandeln, haben wir zum Glück Rückstoß. Auch gar nicht schlecht. Geisterfreund oder Blitze wäre schön. Feuerrate, Munition, Projektilgeschwindigkeit. Gut. Waffen. Hier ist das mit dem Drachen noch. Das ist das letzte. Oh, Alter, wir kriegen vom Drachenschaden. Ja, dann nehmen wir das erstmal hier. Und erhöhen unseren. Oh nee, Gott. Mit dem machen wir irgendwie gar keinen Schaden, diesem großen. Unser Drache ist. Schüsse verursachen zusätzlich Schaden in Höhe von 10% des Drachenschadens. Der kriegt doch immer mehr Schaden. War ja sowas dran. Oh, er ist endlich gestorben. Magic Shot Out Nebel, hm? Nur noch irgendwie Seelenherzen finden, also voll aktiviert. Okay, cool. Schon 25 getötet. Wir
müssen ja hier irgendwo rumliegen irgendwann mal. Waffenschaden durchdringen. Das nicht. Oh nein, er ist schon wieder. Der Boss ist irgendwie leicht nervig, muss ich ja mal sagen. So, nee. Seelenherzen läuft ja mal gar nicht irgendwie. Müssen wir das einfach noch öfter nehmen, wenn es uns zur Auswahl kommt. Aber das war, Schneebälle schießen in unserer Gentiergestalt ist auch cool. Ich heute und sich Beschwörungsangriff Schaden. Der Drache ist eine Beschwörung. Hier die Seelenherzen umwandeln. Aber momentan nur eins haben. Das nicht so aussieht, als würden wir mehr bekommen. Das ist eigentlich egal im Moment. Oh, dieser Boss, ne, der ist ganz schön nervig, muss ich mal sagen. Erfahrungspunkte sammeln, Erfahrungspunkte, mehr Erfahrungspunkte. Ne, da ist er schon wieder. Oh nein. Diesen Seelenherzen, ich weiß nicht, was er soll. Wir haben doch bestimmt mehr als 500 Gegner getötet haben. Drachenschaden. Dass man irgendwie keine Geist ja, Beschwörung bekommt, wenn man den Drachen hat. Ja, aber eigentlich geht ja alles mehrfach. Also wir müssten ja auch mehrfach den Drachen bekommen können. Eigentlich. Der ist gestorben. Aufladen. Munition. Wir machen das hier mit dem. Einfrieren. Nee, wir machen mal Blitze. So. Bewegungsgeschwindigkeit. Waffenschaden. Nachladegeschwindigkeit. Wir haben nur den Drachen. Ja gut, Feuerrate. Also müssen wir jetzt mal Feuerrate wieder gehen. Nach diesen Seelenherzen. Wahnsinn. Dass die auch nicht automatisch eingesammelt werden. Blind, die Linie ist überall. Noch ein Drachen. Mehr Angriffstempo. Das hier mit dem Seelenherz bringt ja nicht wirklich was, aber wir nehmen noch so einen Drachen mal. Da ich jetzt hier echt keine Seelenherzen sehe. Oh nee. Ach gut, war wild. Schon wieder so voll hier.
müssten ja hier beim Töten auftauchen, die Seelenherzen. Oh Gott. Ich bin schon wieder nicht rausgekommen. Waffenschaden durch. Waffenschaden erhöhen ist natürlich gut. Die werden ja bestimmt auch stärker mit der Zeit. Wir haben so viele jetzt getötet, die ist. Sein. Warum ist unser normales Herz eigentlich ein Seelenherz? Störungsschaden. Oh. Reichweite ist. Nochmal Drachenschaden. Genau. Hm. Wir nehmen das. Wird ja wohl mehr als zwei Seelen jetzt. Wir nehmen jetzt das nochmal mit diesen Seelenherzen hier. Oh ja. Ja, eingekesselt werden, wenn wir nicht verwandelt sind. Ist mit diesen Seelenherzen schon eine gute Sache. Angriffsgeschwindigkeit 20. Zusammenhilfe 30% Chance. Ein Hit. Falldown Lightning. Okay, wir haben uns schon zurückverwandelt. Und habe ich das weit richtig. Eigentlich sieht man die schwarzen Herzen ja hier auch echt gut. Hier eigentlich auch nur in einem kleinen Kreis. Oh ja, auch mal. Waffen. Machen die Sichtweite. Haben wir ja auch von unserem Drachen. Kommen wir ja auch. Baden. Erhöhung. Die sind jetzt noch schneller, ist ja sehr gemein. Die sterben auch gar nicht. Ich hab vielleicht sollten wir uns schneller zu Fuß machen, also hier Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Und schwieriger zu töten, das ist gar nicht gut. Kriegen wir sie getötet, aber gegenlaufen funktioniert nicht. Oh, ausweichen, ausweichen. Der zweite Drache ist geschlüpft. Nein, oh. Das war aber knapp. Mehr Fluch schon. Kann man das gucken? Hm, nicht während wir hier sind. Schade.
nochmal Sichtweite erhöhen, ne? Waffenschaden. Ja, warte, die sterben ja gar nicht. Nimm das mal. Aber jetzt haben wir noch die, die hier so schießen. Verwandelt. Oh, ein Riesenblob. Das ist hier aber Combat, Combat. Den Riesenblob machen wir auch schon gehabt. Kein Schaden. Ich weiß gar nicht, wenn wir unseren Schaden erhöhen, macht dann auch bestimmt am Anfang bei Charakter dabei die Verwandlung mehr Schaden. Bin ich gar nicht. So, nachher mal gucken. Wir müssen Bewegungsgeschwindigkeit sammeln. Ganz eindeutig. Oder einfrieren oder so. Alle Effekte meiner Schüsse. Wir haben ja noch keine Effekte. Vielleicht Angriffsgeschwindigkeit. Nicht gut, ne? Dann schießen die Drachen noch schneller. Noch öfter. Oh. Die roten Kugeln sind immerhin gefährlich. Aber gut, dass sie farblich abgehoben sind vom Rest. Laufe ich nicht generell immer gegen. Also Sichtweite und einsame. Warum ist der Raum kaputt gegangen? Müssen wir auch noch erhöhen. Zweiter war auch schon. Wir haben uns zurück verwandelt und wieder verwandelt. Was? Angriffstempo. Elektrokäfer. Oh. Elektrokäfer ist es. Okay. Was auch immer passiert ist. Charaktergröße plus 50%, Bewegungsgeschwindigkeit plus 30%, Beschwörungsschaden plus 30%. Das sind ja nur positive Sachen. Seltsam. Hm, wir blinken, wir müssen abbauen. Und wir sind verwandelt. Naja, so, wir sind zwar größer jetzt, aber das heißt, die Gegner und die Kugeln treffen uns leichter. Aber wir sind jetzt auch ein größeres Rentier. Rentier, nicht Rentier. ...10% Schaden in Höhe eines Drachenschuss. Das nehmen wir mit. Das müssten wir jetzt zweimal haben. Bis jetzt haben wir aber nur 2 Elektrokäfer und 2 Drachen. Wir werden jetzt die Drachen noch ein bisschen boosten. Das mit dem Verwandeln geht jetzt auch schnell. Also ist gut, weil die Gegner sind ja so schnell. Halten gut was aus. Aber auch nur mit den in Kombination mit noch normalen Blitzen. Also Blitze, Käfer und Drachen.
besser, Freund. 8 Schaden mehr, ja, nee, das nehmen wir mit. Beide Drachen 8% wieder 60 Sekunden stärker. Und wir auch. Oh, rein war ein Boss. Oh. Da. Nochmal Fußball spielen mit dem. Hier aber sehr viele rote Kugeln. Mal wegschießen. So, es ist natürlich schwer, die 25 erforderlichen Gegner zu töten. Mit einer Kasten hier. Aber zum Glück machen die Blitze ja auch gut Schaden. Ah, durch die Strahlen können wir nicht durchlaufen. Reichweite und Sichtweite. Oder nehmen wir. Oh ja. Und ein Munition. Wir nehmen einmal das. Ich weiß gar nicht, wo wir irgendwie Sinn bringen. Bei Bossen jetzt natürlich mit der Größe. So eine Sache. Ja, ich sehe genauso viel wie ihr. Bin schwer zu erkennen, alles. Aber ein bisschen voll hier. Dieser Pfeifern, der will auch nicht drauf gehen, ne? Habe ich in seinem doofen Strahl gestanden? So, was nehmen wir jetzt? Sichtweite 25%, ja klar. Ganz wird verdoppelt. Angriffsgeschwindigkeit plus 20. Ja, dann nehmen wir mal den noch Angriff. Aber wir sind verwandelt. Haben wir gar nicht auf fast alle gesehen. Ne? Kleinen Moment. Wir wollen nicht sterben, ne? Hier kannst du nur wegschieben. Also wir müssen was mit diesen Erfahrungseinsammeln. Oh, was ist das? Ja, minus einen Lebenpunkt. Also 10 zusätzlichen Schaden ist jetzt mal gar nichts. Die Sache ist, wenn die Seelenherzen nämlich jetzt nicht als echte Herzen zählen und wir das hier auswählen, wird dort. Das lassen wir mal lieber. Glanz verdoppeln. Alle Effekte. Wir haben noch keine Effekte. Aber wir können ja noch welche sammeln. Solange ich das nicht habe mit dem Herzen umwandeln.